Also es gab ja bis zum Beginn der Arbeit der US-Botschaft in der damaligen Hauptstadt der DDR, Berlin, weder ein Kulturabkommen noch kulturelle Beziehungen, die auf staatlicher Ebene liefen. Ich war seit 1975 im Zentrum für Kunstausstellungen der DDR tätig und war praktisch verantwortlich als Importchef für 90% aller Ausstellungen, die aus dem Ausland in die DDR einreisten. Mit der Öffnung der US-Botschaft gab es natürlich aus internationalem Interesse der DDR den Wunsch, auch aus den USA Ausstellungen zu bekommen. Natürlich war dieser Wunsch sehr kompliziert zu erfüllen, weil die Kunst der USA, offizielle Kunst, ich sage einfach Namen Keith Haring, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, stimmte ja absolut nicht mit der Linie der DDR-Kulturpolitik überein, sodass man also nun versuchte, etwas Unverfängliches zu machen. Und dann kam es ohne ein Kulturabkommen, das auch nie unterzeichnet wurde in der ganzen Zeit bis zum Ende der DDR, gab es aber die erste Ausstellung, und das war eine Ausstellung Tanz in den USA. Eine Fotoausstellung auf großen Tafeln, wunderschöne Farbfotos. Es wurden verschiedene Studios, verschiedene Tänzer vorgestellt. Und das war also die allererste offizielle Ausstellung der Vereinigten Staaten von Nordamerika in der Deutschen Demokratischen Republik. Ungeheuer kompliziert zu veranstalten, war natürlich diese Berührungsängste von Seiten des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR und der Kulturpolitik. Trotz dieses Themas, das also politisch nun denkbarst unverfänglich war, sehr groß waren diese Ängste. Das war der Beginn der Zusammenarbeit. Und ich habe dann im Laufe der Jahre alle Ausstellungen also in Berlin organisiert, einmal in der neuen Berliner Galerie, deren Direktor ich war. Dann auch in der alten Nationalgalerie, in der Fotogalerie am Helsingforser Platz. Das ist heute Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg. Und auch in anderen Städten der DDR, also zum Beispiel in Rostock und in Greifswald, kann ich mich erinnern. Und ich habe gerade in der Akademie der Künste noch ein Buch gefunden. Ein Freund von mir arbeitet dort. Da gibt es einen ganz kleinen Teil, die kulturelle Zusammenarbeit USA-DDR. Sehr interessant eigentlich, aber etwas Geschwafel. Ein Punkt ist aber ganz wichtig, dass ich gar nicht mehr wusste, dass ich in Jena auch eine USA-Ausstellung noch organisiert habe. Das waren nordamerikanische Landschaften. Ja, so war der Beginn. Und durch diese Arbeit lernte ich natürlich auch die Verantwortlichen in der US-Botschaft kennen, also die Kulturattachés oder die Botschaftsräte für Kultur oder welchen diplomatischen Rang sie auch immer hatten. Und wir arbeiteten eigentlich sehr, sehr gut zusammen, sehr vertrauensvoll zusammen, aber auch ohne Probleme. Also jetzt zwischen den Vertretern der Botschaft und zwischen mir überhaupt keine Probleme. Was natürlich hinter den Kulissen lief, in den Verhandlungen zwischen der Botschaft und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, das weiß ich nicht.